Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, ja, ich habe nämlich so ein kleines Problem gerade mit meinem Adobe. Was zum Geier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht denn da ab? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 1. Und irgendwie habe ich hier scheinbar gerade ein lustiges Problem mit dem Rechtsklick, merke ich gerade. Ja, wie kommt das denn? Auf jeden Fall, ja, merkt ihr schon, dass ich vielleicht so ein bisschen an der Grafik geschraubt habe. Ja, eben nicht in Full HD aufnehme. Wieso macht ihr das, wenn ich die rechte Maustaste drücke? Wieso dreht ihr dann jetzt hier die Sicht um? Das habe ich nicht eingestellt, Leute, das habe ich nicht eingestellt. Ich weiß nicht, wo das auf einmal hier herkommt. Moment, Aktion Held ist es sicherlich nicht. Layout, Optionen, Zielgefährte. Nach links drehen, nach rechts drehen, Richtung umkehren. Belegt. Pfeiltaste Taste rechts D, Pfeiltaste links D, rückwärts sehen, Pfeiltaste abwärts S. Seid ihr noch irgendwo? Ich habe da keine Aktion für belegt. Okay, das ist dezent komisch, aber ich habe so eine, ja, böse Vermutung, woran das liegen könnte, weil ich habe gerade. Moment mal, das teste ich gerade mal aus. Das teste ich gerade mal. Daran liegt's. Ah, leck mich doch. Was soll das denn? Dann muss ich jetzt mal kurz hier doch auf dem Fenstermodus spielen. Ich habe gehofft, ich komme drumherum, aber das Klick ist gerade mal live zu sehen, wie ich das jetzt einstellen muss. Einmal so. Beibehalten, damit ich jetzt auf Fenster gehen kann. Damit ich Fenster in der Auflösung hinbekomme. Ja. Genau. Hatte gehofft, ich komme drumherum, aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Und irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. So. Ja, sieht ja, jetzt müsste passen. Wenn er halt die Titelleiste auch noch mit in die 1920 2080 zieht, ja. Gut, dann spielen wir es halt so. Genau. Aber jetzt, nachdem wir uns jetzt schon 3 Minuten mit seltsamen Einstellungen verquatscht haben, ja, habe ich mir jetzt nämlich überlegt, ich will heute wieder eine Mission machen. Ich habe jetzt zwar lange nicht mehr gespielt und dann gleich eine Mission hauen, aber was gut soll's. Und zwar die Nolani-Akademie. Beim letzten Mal haben wir ja die Pockennarben-Ebene so ein bisschen erkundet, wenn ich es recht im Kopf habe. Und da können wir dann doch auch zur Abwechslung mal wieder eine Mission machen, würde ich sagen. Jetzt muss ich nur meine Leute hier wieder mitnehmen. Wen nehmen wir denn da wieder mit? Natürlich den Steffen, natürlich die Heilerin und zu guter Letzt hier die Bogenschützin. So. Und dann let's go. Schleicht euch hinaus und überfallt die Char-Streitkräfte, die der Akademie belagern. Kehrt zur Akademie zurück, um euch mit dem Prinzen zu treffen. Verteidigt den Rurik auf dem Rückweg zur Hauptstadt Erinn. Ist okay. Kriegt mal hin. Irgendwie mit dem Rinnen. Die Char-Bogenschützen haben uns festgenagelt. Ihr müsst euch den Pfad in östlicher Rüstung entlangschleichen und diese Waldläufer überfallen. Bleibe hier und helfe den Markern, bis die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Ja, ist okay. Krieg mal hin. Kriegen wir alles hin? Ich habe keine Ahnung, wie die optionale Mission ist, ehrlich gesagt. Ihr kennt das ja. Ich habe es lang nicht mehr gespielt, aber wir müssen jetzt hier wohl irgendwie raus. Ich sagte, wir müssen hier wohl irgendwie raus. Hebel. Na gut, dann hebel ich da eben. So. Da es eine Mission ist, möchte ich hier mal wieder ein bisschen ihn hier. So. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, ja, ich habe nämlich so ein kleines Problem gerade mit meinem Adobe. Was zum Geier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht denn da ab? Was zum Geier?
Ja, das war mein Thunderbird. Das, ja. Ja, das war schon wieder mein Alter, Falter, tschüss, Thunderbird. Fuck you, Digge. Ihr habt die Faxen, Digge. Geht denn ab hier? Also, dass das so viele sind, hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ja, ist okay. Kann ich hier irgendwie über da schon angreifen oder so? Ich glaube es nämlich irgendwie nicht. Diese Opferstätte unter meiner werden alle feine. Okay. Hast du noch was dazu zu sagen? Bringt mich zu einer Opferstätte. Okay. Okay, alles klar. Wir haben es gerade falsch gemacht. Cool. Cool. Das erklärt jetzt natürlich erstaunlicherweise so ziemlich einiges. Muss ich sagen. Das erklärt so ziemlich einiges. Aber na gut. Ist ja halb so wild. Haben wir nicht schlecht geguckt. Aber wir haben auch nicht wenige Blatt bekommen dafür, dass wir so dermaßen in der Unterzahl waren. Das muss man ja auch mal so sagen, ne? Ja. So. Zack. Jawohl. Und ich weiß noch so ein bisschen meine Skills. Auf der 5 hatte ich den Knochenschreck. Oh, Schreck. Oh, Schreck, oh, Schreck. Der Schreck muss weg. So. Moa. Moa, sind die süß. Na gut, wir werden da jetzt eh zwangsweise wohl dran vorbeilaufen an dem Moor. Jetzt haben wir da hinten noch die Überreste von der Mauer. Ja, es scheint so. Scharpirscher. Pestverschlinger, okay. Dann wollen die halt zuerst dran glauben. Ist okay. Kriegen wir alles hin. Ich meine, wir hatten schon mal sowas, wo wir dann mit dem Katapult drauf geratzt haben, auf diese übertrieben vielen Chars. Sowas wird das hier auch sein, weil das Tor, das wird man nicht ohne Grund aufmachen können, Leute. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch eine Bewandtnis damit haben wird. Ziemlich sicher bin ich mir da. Und, ja. Ein Aasverschlinger. Verschlingt hier mal. Nee, was ich vorher angedeutet hatte, ich glaube, ich habe es gar nicht zu Ende gesagt. Ich habe eben jetzt auf Full HD runtergestellt, weil mein... Ich habe mir ja mal mein Windows 10 jetzt neu aufgesetzt, und weil es dann über die Jahre doch langsam mal Probleme gemacht hat. Und ja, da haben sich jetzt manche Probleme vom Windows 10 behoben und manche Probleme von Programmen, die ich darauf nutze. Aber leider hat sich dadurch zusätzlich ergeben, dass ich im Adobe Audition gerade kein 4K mehr mit dem H264-Codex verarbeiten kann. Marke irgendwie nochmal, keine Ahnung, was da das Problem ist. Zuerst konnte kann er gar kein H264, also es kann ja Adobe Premiere CS6 zumindest von sich aus ja gar nicht, und CS6 ist eben die Version, die ich immer noch verwende, weil ist eben die letzte ohne dieses ekelhafte Abo-Modell. Das muss ja nicht sein. Ich meine, die Programme sind so schon gut genug und da brauchen sie mir nicht mit einem lächerlichen Abo kommen. Ja, aber es ist eben schade, dass es ja in puncto Codex und ja 4K-Unterstützung leider von sich aus nicht so viel bietet. Und da muss ich mal schauen. Ich weiß jetzt nicht. Ich meine eigentlich, dass ich eben diesen X264 von SourceForge denselben genommen habe wie damals.
der mir das Ganze eben ermöglicht hat. Und tendenziell kann ich jetzt eben auch wieder im H264 schnibbeln und verarbeiten. Aber ja, 4K, das mag's nicht. For whatever fucking reason. Ich habe keine Ahnung. Sowieso muss ich dazu sagen, dass ich ja mein DS6 hier so ziemlich gepimpt habe. Ich habe ja auch noch, das habe ich jetzt noch nicht wieder installiert, aber es gibt ein User-Addon-Plugin oder wie auch immer man es nennen will, das erlaubt es einem eben, in der Warteschlange Media Encoder, dass man da eine Szene reinsetzen kann, die dann eben auf PC-Shutdown steht, und so kann man dann eben sich ertricksen über ein nettes Skript, was da jemand geschrieben hat, dass wenn alle Rendervorgänge beendet sind, soll sich der PC automatisch ausschalten. Ist ganz nett, ist ganz cool, bietet das Adobe CS6 ja leider auch nicht von sich aus. Und was ich auch noch damit reingepusht habe, ist ja eben der Vocoder. Den nutzen eben einige. Ist auch ein ziemlich gutes Tool, ziemlich gutes Add-on, was eben auch gut in H264-Codecs herausrendert und eben dabei auch die Grafikkarte nutzt. Das ist ja auch sowas, was Adobe von sich aus ja leider nicht so richtig macht. Und in den früheren. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, wie es in den neuen Versionen ist. Und damit dieser Vocoder aber greift, der eben nur 64-Bit funktionstüchtig ist, musste ich da wiederum tricksen, weil standardmäßig, wenn du in Premiere auf zur Warteschlange hinzufügen gehst, öffnet er dir den Media Encoder in 32-Bit. Also Media Encoder ist so dieses Programm, das eben hier die Renderaufträge handeln kann und dir dann nacheinander alle abarbeiten kann, sodass man nicht wie bei klassischen Videoverarbeitungsprogrammen, sag ich mal, einfach mal ein Video rendert, wartet bis das fertig ist, dann das nächste startet, wartet bis das fertig ist und so weiter und so fort. Das wäre ja fürs Let's Play doch ein bisschen Käse. Und das startet also standardmäßig normalerweise nur den Media Encoder im 32-Bit-Modus. Ergo greift da der Vocoder nicht. Und das kann man eben auch tricksen. Will ich hier hin? Um Gottes Willen. Das kann man eben auch ertricksen, indem man eben einfach eine Verknüpfung zur 64-Bit-Version in den Ordner vom Premiere selber legt. Was das Programm dann eben macht, ist, es sucht zuerst im eigenen Ordner nach dieser Datei, die es eben nach diesem Programm, das es eben aufrufen will, eben der Adobe Media Encoder, findet den nicht, findet aber die Verknüpfung und geht dann der Verknüpfung nach. Wenn es diese Verknüpfung auch nicht hätte, würde es in der Systempfad-Variable nachgucken. Windows hat da so eine Path-Variable, für diejenigen, die es nicht wissen, und sucht da eben nach den Programmen, die man dann eben aufrufen kann über die normale Command-Line. Und wenn dadurch, dass es die vorher schon findet, muss es diesen Path eben gar nicht erst abgreifen. Und ja, so funktionieren eben auch solche Programme, die ihr eben über die Command-Line aufrufen könnt. Die schreiben sich in die Path-Variable rein, zum Beispiel auch, falls ihr es bei euch installiert haben solltet, eben Java, was sicherlich der eine oder andere installiert haben dürfte, zumindest wegen der PC-Minecraft-Version. Und Java setzt sich eben auch in diese Path-Variable rein, dass man eben dann über ein Java-jar und dann die Jar-Datei, die du ausführen willst, dann die Java-Programme starten kannst. Ich glaube, so war der Command, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, er war irgendwie Java-jar und dann
die Datei, die man eben ausführen will. Also der Pfad zu der Datei, die man ausführen will. Aber nun gut, das ist nur so ein kleiner Exkurs um den Punkto, wie ich jetzt eben mein Premiere aufgepimpt habe und hatte. Aber was jetzt genau der Haken ist, dass ich 4K nicht mehr gescheit verarbeiten kann. Das weiß ich nicht. Also ich könnte es noch verarbeiten, indem ich es AVI konvertiere, aber in AVI werden die Dateien mega, mega groß und ich kann sie quasi nicht verarbeiten, weil sie so scheiß laggy und langsam sind. Das macht keinen Spaß. Deswegen, ja, mit wieder auf 920x1080p sieht ja auch schön aus, aber gut. Jetzt schauen wir mal, was er will. Ich erkenne es jetzt halt leider kaum, weil das halt bei mir so klein ist. Bonus bringt den Folianten der Gefallenen zurück. Okay, wo sollen wir den hinbringen? Moment mal kurz. Zum Friedhof. Okay, wo ist der Friedhof?